Und aus dieser Perspektive der Parteien, die involviert sind. Ich meine, man erlebt immer wieder, dass der Chef, der Unternehmer sagt, ich gehe selbst hin. Wie gehen Sie mit so einer Einstellung zur Verhandlung um? Ja, wenn es sich leisten kann. Also gerade also Founder, gerade natürlich Gesellschafter, also Leute, die das Unternehmen aufgebaut, geprägt haben, sind natürlich unheimlich schnell zu emotionalisieren, weil das ist das eigene Baby, das ist das eigene Lebenswerk. Und wenn da ein Kommentar kommt, wird da fast jeder Kommentar als persönlicher Angriff gewertet. Und dann wird es unheimlich schnell emotional. Also wir versuchen immer, Entscheidungsträger aus der Verhandlung rauszuhalten. Ich versuche immer, also ein Verhandlungsmandat zu bekommen. Wir nennen das eine License to Negotiate, um dann innerhalb dieser Lizenz zu verhandeln.